Kennt ihr die Situation, dass ein geliebter Mensch euch immer und immer wieder versichert, dass er euch liebt, aber er tut einfach überhaupt gar nicht die Dinge, die man tut, wenn man jemanden liebt? Oder andere Seite, ein geliebter Mensch zweifelt immer wieder eure Liebe an. Ihr versichert ihm immer und immer wieder, dass ihr ihn liebt und ihr zeigt ihm auch, dass ihr ihn liebt. Aber ständig gibt es emotionale Breakdowns und nur weil ihr den Müll mal nicht runtergebracht habt, wird eure Liebe angezweifelt. Egal auf welcher dieser beiden Seiten ihr steht, kommen halt Fragen auf wie: Passen wir wirklich zusammen? Liebe ich diesen Menschen einfach vielleicht viel mehr, als er mich liebt? Das kann natürlich alles sein, bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung, dass es einfach nicht passt oder die Liebe unausgeglichen ist. Es gibt tausend verschiedene Gründe, warum zwei Menschen nicht miteinander klarkommen. Aber es gibt einen weiteren Grund, über den ich sehr, sehr gerne heute mit euch sprechen würde, weil ich den in meinem Umfeld immer und immer wieder beobachte und ich einfach das Gefühl habe, dass so, so viele geile Beziehungen so viel besser überleben könnten, wenn sie dieses Wissen, was ich heute in diesem Video mit euch teile, einfach hätten. Und das ist die weitere Möglichkeit, dass zwei Menschen, die sich lieben, sich wirklich lieben, aber einfach nicht dieselbe Sprache der Liebe sprechen. Die Infos, die ich jetzt mit euch teile, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die stammen vom Mist des Pastors Gary Chapman. Der hat einfach diese fünf Sprachen der Liebe als Kategorien aufgestellt. Falls ihr deeper in das Thema reindiven wollt, verlinke ich euch unten in der Infobox das Buch von Gary Chapman. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid in Italien im Urlaub und steht vor einem Menschen, der nur Italienisch spricht und ihr sprecht nur Deutsch. Und ihr macht diesem Menschen die ganze Zeit Komplimente. Aber der Mensch weiß das überhaupt nicht. Der Mensch fühlt sich nicht besser durch Komplimente, weil er überhaupt nicht weiß, dass ihr etwas Positives zu ihm sagt. Dieses Missverständnis ist uns allen total klar, weil wir ja wissen, dass Menschen verschiedene Sprachen sprechen. Aber man kann auch unterschiedliche Sprachen sprechen, obwohl man dieselbe Muttersprache beispielsweise spricht, auf einer emotionalen Ebene. Je nachdem, was für ein genetischer Persönlichkeitstyp wir sind, plus je nachdem, wie wir groß geworden sind, welche Identität wir haben, wie wir sozialisiert wurden, sprechen wir verschiedene Sprachen der Liebe. Das bedeutet, wir zeigen Liebe auf eine ganz bestimmte individuelle Art und wir empfangen Liebe und nehmen Liebe wahr auf genau auch diese Art und Weise. Das kann zu unfassbar vielen Missverständnissen führen, weil wir automatisch immer von uns selber ausgehen und denken, naja, so zeigt man Liebe. Und wenn du das nicht so machst wie ich, dann liebst du mich nicht. Und so kann es zu unfassbar frustrierenden Situationen kommen, weil die ganze Zeit Liebessignale ausgesendet werden, aber niemand empfängt sie oder nur eine Person empfängt sie und dann können ganz dramatische Situationen und Missverständnisse und Streitereien passieren zwischen Menschen, die sich ungeliebt fühlen, obwohl alle geliebt werden. Ist es nicht bescheuert? Ja, ich denke auch. Und weil wir alle auf diesem Kanal keine ignoranten Arschlöcher sein wollen, die erwarten, dass alle Menschen Liebe genau so ausdrücken, wie wir sie ausdrücken, öffnen wir jetzt unser Bewusstsein und schauen uns mal an, was für verschiedene Sprachen der Liebe es gibt und wie wir die eventuell erlernen und erkennen können, damit wir mit anderen Menschen positiv in den Austausch gehen können und wir alle ganz viel Liebe spüren. In unserem Herzen. Und nicht mehr streiten. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die fünf Sprachen der Liebe nach Gary Chapman an, um sie erstmal zu kennen, zu verstehen und eventuell sogar sprechen zu lernen. Die erste Sprache der Liebe, mit der wir uns hier auseinandersetzen, ist Lob und Anerkennung. Bei Lob und Anerkennung geht es einfach um Lob und Anerkennung, um Komplimente, um Zuspruch. Das kann beispielsweise im Haushalt sein: Hey, danke, dass du den Müll runtergebracht hast. Danke, dass du aufgeräumt hast. Hey, danke, dass du, keine Ahnung, dir Zeit für mich genommen hast. Danke, dass du den Einkauf gemacht hast. Oder es kann auf der Arbeit sein: Das ist richtig gut, was du da gemacht hast. I don't know, alles, was irgendwie eine positive Reaktion ist auf das, was jemand ist oder gemacht hat. Ich selber habe diese Sprache der Liebe nicht so stark ausgeprägt. Ich brauche das nicht so sehr und deswegen gebe ich das auch nicht so sehr. Aber ich habe erkannt, dass ich zum Beispiel viele Freunde habe, denen das total wichtig ist und die, wenn ich nicht positiv auf etwas reagiere, obwohl ich das total geil finde, einfach nur weil ich denke, die Person wird ja doch selber wissen, wie geil das ist, was sie gemacht hat. Nicht, dass ich nicht jemandem mal ein Kompliment mache, aber einfach, da es nicht meine Sprache der Liebe ist, bin ich nicht so schnell und so groß damit. Und ich weiß jetzt aber, welche Freunde von mir
diese Sprache extrem stark sprechen und auch ganz doll Liebe empfangen. Deswegen, es geht hier nicht darum, unauthentisch zu handeln und sich irgendwelche Komplimente aus dem Arsch zu ziehen für Dinge, die es nicht wert sind. Nein, es geht nur darum, das, was einem positiv auffällt, auch auszusprechen, wenn man merkt, dass das für den anderen einen absoluten Unterschied in seinem persönlichen Glück ausmacht. Ja, jemandem eine Freude machen, indem man das, was man denkt, auch ausspricht. Kommen wir zur zweiten Sprache der Liebe, die ich dafür umso mehr spreche. Und das ist die Sprache der Liebe namens Zweisamkeit. Mit Zweisamkeit ist ungeteilte Aufmerksamkeit gemeint, Quality Time. Das kann sich zeigen, indem man wirklich ein intensives Miteinander hat, indem man einen gemeinsamen DVD-Abend macht oder einen Spieleabend, wo es wirklich nichts gibt, außer diese zwei Menschen. Das ist manchen Menschen sehr, sehr wichtig und sie drücken so ihre Liebe aus. Das kann aber auch, muss nicht ein ganzer Abend sein, das kann auch einfach ein einzelnes Gespräch sein. Jemandem seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und sagen, hey, ich bin hier und ich gucke nicht auf mein Handy und ich checke nicht meine Mails und ich rufe nicht nebenbei kurz meine, warte kurz, ich rufe gerade jemanden an, dann kannst du weiter erzählen. Es geht hier wirklich darum, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Und für manche Menschen, denen diese Sprache der Liebe wichtig ist, kann es sehr, sehr verletzend sein, wenn man etwas, was einem wichtig ist, teilen möchte. Man möchte ungeteilte Aufmerksamkeit und die bekommt man nicht. Ich kenne das sehr gut. Kevin und ich hatten ein sehr, sehr großes Missverständnis am Anfang unserer Beziehung. Da werde ich aber bei der, glaube ich, fünften Sprache der Liebe. Diese Anekdote werde ich da erzählen, denn da sind unsere Sprachen der Liebe aufeinander geclasht und wir haben uns komplett missverstanden. Die nächste Sprache der Liebe, die ich super krass spreche und das ist wirklich ein Learning, das ich machen musste, dass viele Menschen das nicht sprechen und es ist so krass verankert bei mir, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, wie es ist, wenn man diese Sprache der Liebe nicht spricht und das ist die Sprache der Liebe Geschenke, in Klammern, die von Herzen kommen. Die Leute, die diese Sprache der Liebe Geschenke sprechen, wissen jetzt genau, was ich meine. Diese Gespräche, wo einfach Freunde sagen, der hat ihr seit 5 Jahren nichts zum Geburtstag geschenkt. Mein Herz bricht, wenn ich das höre. Ich könnte keinen Geburtstag von Kevin überleben, wo ich ihm nicht irgendwas schenke, wo ich denke, dass er sich ganz doll darüber freuen könnte. Das muss auch nicht sein, was Geld gekostet hat. Wie gesagt, es muss etwas sein, was von Herzen kommt. Und wenn es eine Unternehmung ist oder etwas Selbstgebasteltes oder whatever. Ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, da habe ich 5 Tage lang kleine Zettelchen gebastelt. 1000 Gründe, warum ich dich liebe. Ja, das ist so ein bisschen das, was Menschen machen, die deren Sprache der Liebe Geschenke sind. Das heißt nicht, dass die ständig all ihren Freunden Dinge schenken. Es gibt ganz viele Geburtstage von Freunden, da kriegen Freunde auch von mir nichts. Aber wenn ich mir die Mühe mache, jemandem etwas zu schenken, was über einen mitbringen will, wie eine Blume oder eine Praline oder whatever hinausgeht, dann denke ich schon drüber nach, worüber sich jemand wirklich freut. Ich erinnere mich an ein Weihnachten oder einen Geburtstag, da hat Kevin mir den Zauberstab von Hermine Granger von Harry Potter geschenkt und ich habe geweint. Ich habe richtig doll geweint, weil Hermine Granger war eigentlich nie mein Lieblingscharakter. Ich drücke Liebe so sehr darin aus, indem ich sage, ich kenne dich, finde etwas für dich, worüber du dich so sehr freust, was richtig zu deiner Identität passt, dass ich gedacht habe, ich werde nicht geliebt, weil sonst hätte ja jemand sich mehr Gedanken darüber gemacht, aber stattdessen hat er einfach nur den Zauberstab gekauft von der offensichtlichen weiblichen Darstellerin und ich bin halt eine Frau, also kriege ich den. Bei denen zu Hause war es auch so, da so, ja, was wünschst du dir zu Weihnachten, schreibst du drauf, dann besorgen wir halt, was ihr alle haben wollt. Und für mich war das, oh mein Gott, aber ist doch gar keine Überraschung. Ich musste lernen, dass eben nicht alle Menschen ihre Liebe durch Geschenke ausdrücken und dass Menschen sich andere Menschen genauso lieben können, obwohl sie ihnen nicht zum Geburtstag schenken. Die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Und das sind die Menschen, und jeder von euch wird einen davon mindestens im Leben haben, der super gerne kleine Dinge für dich tut. Der bringt für dich den Müll runter. Der unterstützt dich beim Umzug. Der nimmt dir einen Teil deiner Arbeit ab, wenn du überfordert bist oder fragt dich, wie er dir helfen kann. Es gibt diese tollen kleinen Helferlein, die ihre Liebe einfach ausdrücken, indem sie dich unterstützen. Also ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die diese Sprache sprechen und gar nicht so eine hohe Erwartung haben, das zurückzubekommen, sondern auch sehr, sehr gerne Liebe auf andere Art und Weise zurückbekommen, zum Beispiel durch Lob und Anerkennung. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die die Sprache der Liebe Hilfsbereitschaft sprechen, auch ganz, ganz häufig die Sprache der Liebe Lob und Anerkennung
Anwendung sprechen. Bedeutet, es könnte sein, dass ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der sehr, sehr gerne Dinge aus Liebe für euch tut und zum Beispiel total glücklich ist, wenn ihr ihm Lob und Anerkennung gebt. Aber wenn ihr merkt, dass ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der die Sprache Hilfsbereitschaft spricht, dann versucht doch einfach mal auch so kleine Dinge zwischendurch für diesen Menschen zu tun und beobachtet einfach mal, ob dieser Mensch eventuell total aufleuchtet dabei, weil er sich insgeheim vielleicht doch wünscht, dass für ihn auch mal jemand sowas macht, was oft nicht ausgesprochen wird. Kommen wir zur fünften Sprache der Liebe und das ist Zärtlichkeit. Ja, und hierunter fällt alles, was irgendwie mit körperlichem Kontakt zu tun hat. Also Streicheln, Küssen, Umarmungen, Sexualität. Es gibt Menschen, die so ihre Liebe ausdrücken und auch ihre Liebe empfangen. Ja, und dann treffen sie auf jemanden wie mich und denken, dass sie nicht geliebt werden, weil Jaco eine kalte Persönlichkeit ist und einfach keine Umarmungen sucht. Ja, so sind sehr, sehr viele Missverständnisse zwischen mir und Kevin aufgekommen. Wie zum Beispiel bei einem unserer allerersten Dates, wo wir spazieren gegangen sind und naja, ich meine Sprache der Liebe, Quality Time offenbart habe und ihm ganz tiefen Einblick in meine Seele gegeben habe, indem ich ihm von meiner Kindheit erzählt habe und Dingen, die ich liebe, weil ich mein tiefstes Inneres mit ihm teilen wollte. Und am Ende des Dates fragte Kevin mich dann, ob ich nicht mit ihm zusammen sein möchte und ob ich ihn doch nicht so gerne mag. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie er darauf kommt, weil wir so einen großartigen Abend hatten. Und das Ding ist, dass Kevin mich zu diesem Date auf diese Burg gebracht hat und dachte, dass ich nur mit ihm befreundet sein will, weil ich ihn nicht geküsst habe, weil ich ihn nicht in den Arm genommen habe, weil ich keine körperliche Nähe gesucht habe. Aber ich habe meine Liebe ausgedrückt, indem ich mein Innerstes mit ihm geteilt habe. Und er wollte aber sein Äußerstes mit mir teilen. Und ja, sehr, sehr viele Jahre hatten wir deswegen immer mal wieder Missverständnisse. Und mittlerweile weiß ich aber, dass es Kevin anders als mir nichts bringt, wenn ich mich manchmal mit ihm hinsetze und alles auseinander analysiere und ihm Quality Time biete und sage, hey, sag mir alles, was in dir drin los ist. Das tut jedem mal gut. Aber manchmal geht es ihm schon besser, wenn ich einfach komme und ihn in den Arm nehme. Ja, würde andersrum überhaupt nicht funktionieren, aber ist ja auch egal, weil man ist halt nicht gleich. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie erkennst du oder findest du heraus, welche Sprache der Liebe du sprichst oder dein Partner oder deine Partnerin oder deine Mutter oder deine Schwester oder deine Freundin oder wer auch immer. Tatsache ist natürlich, dass wir alle diese Sachen mögen. Wir mögen alle auf eine gewisse Art und Weise Zärtlichkeit. Wir mögen alle, wenn uns jemand Komplimente macht, jemand für uns den Müll runterbringt oder uns Aufmerksamkeit schenkt. Das sind alles Dinge, die der Mensch eigentlich gerne mag. Aber es macht einen Unterschied, ob du manches davon manchmal ganz cool findest oder ob die Abwesenheit einer dieser Sachen dich traurig oder ungeliebt fühlen lässt. Das macht so ein bisschen den Unterschied. Und um das herauszufinden, schau einfach mal, was ist dir besonders wichtig. Wenn du dir den idealen Abend mit deiner geliebten Person vorstellen würdest, wie würde der aussehen? Was würdet ihr machen? Oder andersherum, was verletzt dich? Was fehlt dir im Alltag? Wo hast du das Gefühl, dass du nicht genug geliebt wirst? Und genau diese Fragen kannst du auch deinen Mitmenschen stellen, um herauszufinden, welche Sprache der Liebe sie sprechen und euch darüber austauschen. Und das ist Kommunikation. Und Kommunikation ist total super, weil dadurch lösen sich Probleme, wir kommen näher an die Wahrheit dran und können einfach entspannt und glücklich weiterleben. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare eure Sprachen der Liebe reinschreibt, vielleicht auch Erfahrungswerte wie, oh mein Gott, ja, da hatte ich mit meinem Freund oder meiner Mutter diese und jene Situation, da habe ich mich nicht geliebt gefühlt und dann habe ich im Nachhinein oder jetzt gerade raus. Also ich hätte einfach gern eure Stories, eure Sprachen der Liebe. Vielleicht kann man sich so ein bisschen austauschen und voneinander lernen. Das Ziel ist doch, dass wir uns und andere verstehen und alle ein glückliches, erfülltes Leben führen, ohne Missverständnisse und Unsicherheit. Und damit ihr auch alle nicht vergesst, die Sprache der Liebe eurer Mitmenschen zu sprechen, kommt jetzt Werbung für den Sponsor dieses Videos. Denn das ist ein Terminkalenderhersteller, in dessen Terminkalender ihr hineinschreiben könnt, am Donnerstag um 15 Uhr meinen Freund anfassen, weil Love Language Zärtlichkeit. Der Sponsor dieses Videos ist ein persönlicher Kalender.
Persönlicher Kalender ist ein schwedischer Kalenderhersteller, der individuelle Kalender anbietet. Jeder Mensch hat so individuelle Bedürfnisse, je nachdem, ob er ein Planungs- oder Trackingsfreak ist oder eher ein kreativer Chaot, der einfach nur ganz grob sein Leben im Überblick haben will und den Termin beim Steuerberater nicht vergessen will. Egal, ob ihr jetzt Schüler seid oder Lehrer oder Student oder ihr eure Hochzeit planen wollt, persönlicher Kalender bietet quasi für jeden ein individuelles Konzept. Wie soll die Wochenübersicht aussehen? Möchte ich mein Fitness tracken? Bin ich vielleicht Lehrer oder Lehrerin und möchte irgendwelche Sitzgruppen planen? Möchte ich meine Weltreise planen und da irgendwelche Karten reinmachen? Ich habe da die letzten 2 Jahre 2-mal einen Kalender bestellt, und zwar für 2019 den hier. Das ist ein Design, was ich mit Photoshop zusammengestellt habe. Dieses Jahr habe ich es aber bei Procreate auf meinem iPad selbst gestaltet. Falls ihr daran Interesse habt und es einfach mal ausprobieren wollt, geht einfach auf persönlicherkalender.de. Den Link habe ich unten in die Infobox gesetzt. Und mit dem Code JACO-2020 könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment sparen. So, jetzt verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!